So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Bulletstorm. Verlor die Kontrolle an die AI. So, schauen wir mal, ob Ishi auch wieder zu uns gehört. Und die Mutter ist ja auch wieder hinter uns her, wo wir die Eier zerstört haben. Fragt mich jetzt nicht, in welchem Part. Ich glaube, im vierten war das. Ich fliege. Und ich schieße. Dann mal los. So, sie fliegt, ich schieße. Ishi bleibt unten. Ab geht's. Roboto Deckung. Halt sie mit dem Blitzgeschossen auf. Ja. Den salzigen Geschmack der Verdammnis, ihr Hirn. Da hinten ist sie. Ja, das war eh klar. Alles cool, alles cool. Ich konzentriere mich gerade, deswegen rede ich nicht. Tiefe Wunde am Hinterkopf. Baller alles rein, was du hast. Ah, ist schon cool. Okay. Mitten durch. Schieß das Fenster raus. Reich und fertig, aufgepasst. Okay, jetzt kommt der auch noch, oder was? Ja, ich probier's. Jetzt da. Viele Schüsse drauf gelandet. Sehr gut, er ist sogar eingebrochen. Komm, 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 komm. Bist du deppert? Das ist schon schwer. Überhaupt das Geräusch geht mir gerade momentan am Arsch. Langsam aber sicher würde ich gerne da wieder runter. Sehr gerne. Sehr geht ja. Sohn, wir müssen los. Sofort. Lass dich nicht ein. Selbstzerstörung wird aktiviert. Wir haben keine Zeit. General Serrano. Verdammt nett von euch, dass ihr Trishka bei meiner Rettung helft. Trishka, bitte zeigt diesem meuternden Haufen Scheiße unsere Dankbarkeit. Zuerst müssen wir noch etwas klären. Hast du meinen Vater getötet? Ich weiß gar nichts über deinen Vater. Grayson hat dich manipuliert. Sag ihr die Wahrheit. Runter mit der Waffe. Verarschst du mich? Nein, dein selbstgerechter Zorn hat mich genug gekostet. Serrano wird sein Rettungsschiff bekommen. Und ich werde an Bord sein, wie du es versprochen hast.
Ich hab wohl einen neuen besten Freund. Okay, Ishii. Versprochen ist versprochen. Es interessiert mich nicht, was ihr Kerle miteinander zu klären habt. Wenn ihr etwas mit dem Tod meines Vaters zu tun hattet, sterbe ich gern, solange ich nur euch mitnehme. Okay, wir sind wohl alle ein wenig aufgewühlt. Aber es gibt momentan echt Wichtigeres zu tun. Das Unternehmen, das dieses widerliche Ressort gebaut hat, hat mir den überaus lukrativen Auftrag gegeben, eine DNA-Bombe zu zünden, die sämtliches Leben auslöscht. Die Stadt an sich aber in ihrer Infrastruktur gänzlich intakt lässt. Willst du uns wirklich jetzt mit den Missionsdetails langweilen? Halt mal eine Sekunde deinen Schwanz still, du Wichser! Diese DNA-Bombe wird in 2 Stunden detonieren. Das Ding, das mich retten soll, also mein Rettungsschiff, ist allerdings erst in 3 Stunden hier. Also könnt ihr Halbaffen genug rechnen, um das Problem zu erkennen? Er sagt die Wahrheit. Nein! Verfluchter Hurensohn! Denkt doch nach, Junge. Ich bin euer Ticket hier raus. Übrigens habe ich dir einen Gefallen getan. Was wäre passiert, wenn sie erfahren hätte, dass dein Dad Echo Squad ihren Vater getötet hat? Was wäre dann? Los, kommt schon, ihr Tussis. Ein Gammasturm zieht auf. Wenn ihr Wichser also ein paar Stunden länger leben wollt, brauchen wir Deckung. Wir müssen uns zu Ulysses durchschlagen und die Bombe deaktivieren. Komm, sei vernünftig. Wir können das hier noch überleben. Vernünftig? Ich weiß nicht, ob ich damit leben kann. Hört auf zu trödeln! Es ist noch ein weiter Weg bis zum Untergrund. Den Untergrund? Die einzige Möglichkeit, durch den Sturm zu kommen! Mit den Feind verschmolzen, ne? Mehr brauche ich nicht dazu sagen. Im nächsten Gebäude da drüben ist einer. Nehmt die Brücke. Wer hat unter der Stadt gearbeitet, dass sie so viele Zugänge gebraucht haben? Ich informiere euch schon, wenn ihr irgendwas wissen müsst. So, erreiche die Abschlussstelle der Ulysses. Okay. Die Bombe deaktivieren. 500 Erfahrungspunkte sammeln. Sehr gut. Und immer so weiter halt. Bin gespannt, ob das Mädchen nochmal kommt. Ich hoffe, es bekommt ihre Rache. Bis deppert schaut das geil aus. Zurück! Hör auf zu flennen! Solange du irgendwas Solides zwischen dir und diesem kosmischen Chaos hast, kann dir nichts passieren. Okay. Na dann kaufen wir uns mal wieder ein, hm? Das können wir auch kaufen. So, das können wir nicht mehr kaufen. Aber Munition können wir uns kaufen. So. Na dann gehen wir schnell mal durch da. Okay, ihr Freaks, ihr wollt mich, könnt ihr haben. Komm, lad schneller nach. Es wäre cool, wenn man das irgendwie verbessern könnte. So wie bei Call of Duty, dieses Advanced Warfare zum Beispiel. Da kann man auch ziemlich schnell nachladen. Ich schätze, da unten erwartet uns noch viel Schlimmeres als das, was wir hier oben erlebt haben. Dir nicht gleich in die Hose, Schätzchen. Habe ich dich wirklich so schlecht ausgebildet? Da geht's lang, okay. Du hast noch mehr Kunden? Immer her mit euch! Machen wir mal den hier, gegen dich. Arschgeburt. Ihr habt nichts mehr gegen mich auszurichten, da. Schwerer Widerstand. Aber zu eurem Glück habt ihr ja einen konföderationssanktionierten General bei euch, der euch beschützt.
Und ich dachte schon, wir sitzen hier mit einem psychopathischen Kriegsverbrecher fest, dem man mal das Maul auswaschen sollte. Und wer soll das machen, Junge? Du etwa? Lass mich nur kurz meine Seife nachladen. Na, nicht schon wieder. Ja, ich muss sterben, es tut mir leid. Anscheinend bin ich drüber gehüpft und der Typ, der mir auf mich geschossen hat, hat mich dann oben auf der Stange stehen lassen, wo ich nicht mehr runtergekommen bin. Ich habe keine Ahnung. Papa, bring uns hier raus. Ja, ja, den Papa, den werden wir hoffentlich noch umbringen. So. Schwerer Widerstand. Aber zu eurem Glück habt ihr ja einen Konföderationsangriff. Alter, bitte, kannst du da jetzt rüberspringen? Wir springen da. Ja, aber ich muss da rüberspringen. Wir sitzen hier mit einem psychopathischen Kriegsverbrecher fest, dem man mal das Maul auswaschen sollte. Und wer soll das machen, Junge? Du etwa? Lass mich nur kurz meine Seife nachladen. So, jetzt sind wir drüben. Ja, einige Fehler haben sich hier schon eingeschlichen, aber nicht so viele. Aber das ist halt geil, wenn man die Umgebung nutzen kann. Stirbst du? Ja, passt. Dann noch einer weg, sehr gut. Da darf ich nicht reingehen in das Blaue. Hab ihn schon. Was jetzt? Wow, das nenne ich groß. Ich glaube, auch du wirst da nichts ausrichten können gegen mich. So. Ab auf den Kopf. Logik dahinter ist unbestreitbar. Dort oben. Geh nach. So, wo seid ihr jetzt hingegangen? Was ist? Ah, da seid ihr durchgegangen. Okay, okay. Wie sind wir in Deckung gehen und Angst haben? Das ist ziemlich hoch hier. Und gut nach. So, zu euch komme ich gleich da nach hinten. Keine Panik auf der Titanic. Einmal. Gut nach. Umdrehen. Und jetzt da auf den da. Achso, das sind mehrere. Na, jetzt habe ich nichts mehr gesehen. Ich habe mich jetzt Nüsse auskannt. Es tut mir leid. Aber ich habe mich jetzt echt Nüsse auskannt. Ich bin jetzt dann nur noch nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten und die ganze Zeit nur papipapo hin und her. Ohne, dass ich mich auskenne. Na, Level, laufen wir da schnell. Na, warte mal. Jetzt kommen die normalen noch. Genau. Bitte stirbst jetzt, danke. So, Nummer 1. Nummer 2. Der schaut doch gleich mal viel besser aus, oder? So, Hammers. Na fast, da hinten ist noch einer. So. Ich glaube, wir haben's, oder? Achso, da sind noch welche. Ist vielleicht die Gamma-Strahlung der Grund für die Mutationen auf dieser Welt? Sehe ich vielleicht aus wie ein Reiseführer? Ich
neues Roboterauge sieht wohl nicht besonders gut, was? Noch so ein rassistischer Spruch und ich schmeiß dich in den Sturm. Was ist denn da hinten? Gar nichts. Schade. Na gut, dann gehen wir's an. Einmal. So, Nummer 1. Nummer 2. Wie gesagt, diese Detonationen mag ich nicht. Es ist jetzt nur da aufgeschienen, deswegen habe ich es gedrückt. Vielleicht wäre es dann nützlich gewesen. Mir ist wurscht. So, ich würde aber gerne jetzt trotzdem was probieren. Ja, es funktioniert. Gute Nacht. Ui. Lauf. Bist du denn deppert? So, darf ich jetzt wieder? Alles cool, alles cool, alles cool. Jetzt du da weg da. Nachladen. Das ist das Geile. Ich bekomme jetzt jedes Mal Munition für die gleiche Waffe. Jedes Mal. Da macht dann niemand widerstehen. So, was ist mit dir da hinten? Gut. So, Munition ist ausgebraucht. Vollkommen. Bis zum Rest. Bis deppert. Aber wir haben es geschafft. Wir sind schon mal durch. Natürlich. Weg mit euch. Schnell. Weg, 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 weg. So. Ich konzentriere mich extremst drauf, dass ich nicht mehr sterbe. Es wird schwieriger. Es wird schwieriger. Wie kann jemand so verantwortungslos sein und mitten in diesen Stürmen eine Stadt bauen? Strahlungsfilter wurden während der Arbeiterrevolte zerstört. So liberale Sozialisten und Kommunistenärsche dachten, sie würden nicht fair behandelt. Ein Tag später war der ganze Laden am Arsch. Der sich nicht ergeben hat, wird verdammt. Gute Nacht, Herr Roboter. So, da hinten haben wir Flaschen stehen. Jawohl. 11? Na, 10. 10, 10, 10. Entschuldigung. Darauf gehen kann ich nicht mehr. Was ist das? Werd mal nüchtern. Ist das Duke Nukem? Moment. Wieso kann ich... Wieso kann ich das nicht nehmen? Wieso kann ich das nicht nehmen? Na geh. Gibt's hier drin nur noch eine Flasche? Keine Ahnung, gehen wir mal. Durch die Risse kommt Strahlung. Zwei kleine Babys, wieder im Schoß der Familie. Keine Angst, Papa bringt euch von diesem bösen Ort weg. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier weg will oder lieber dein Hirn zermatsche. Aber wenn du weiter laberst, fällt mir die Entscheidung sicher leichter. Unser Ishii ist äußerst erpicht darauf zu überleben. Wenn du mich weiter nervst,
werden wir ja sehen, wem gegenüber er wirklich loyal ist. Versorgungskapsel nahe und ich muss treten. Das heißt, wir werden den Part hier beenden. Wir werden uns jetzt noch einkaufen, ganz schnell. Keine Schuss mehr übrig. So, somit passt das. Und da machen wir jetzt Part Ende. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.